Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Part von Secret of Evermore hier im Chaos-Turm. Ja, ich habe euch den Chaos-Turm eigentlich mit all seinen größten Geschäften oder auch ein paar netten Sidequests oder Side-Stories nebenbei so gezeigt. Wir sind eigentlich zum Schloss der Königin gegangen, hatten gedacht, wir würden da reingelassen, wenn wir höflich nachfragen. Aber dem ist halt nicht so, ja. Und ja, jetzt müssen wir einen anderen Weg finden, um irgendwie zur Königin zu gelangen. Es ist natürlich so, irgendwelche Celebrities, die geben sich natürlich nicht mit solchen Pennern wie uns ab, ja. Wurde uns ja sogar gesagt, dass wir Penner sind hier im Spiel, ne? Also müssen wir die Celebrities dazu bringen, dass die sich mit uns abgeben. Ja. Und wie machen wir das? Ja, erstmal haben wir so gesehen keine Ahnung. Und das ist gar nicht mal so einfach herauszufinden, wenn du ein 8-jähriger Junge bist. Darum, also ohne den Spieleberater bin ich hier auf keinen Fall weitergekommen. Ja, ich habe ja immer nur reingeguckt, wenn ich nicht weiterkam. Und das war immer auch eine Stelle gewesen, wo dann im Prinzip nichts mehr ging. Ja? So, ja. Wir denken uns erstmal, okay, was ist das denn hier für ein komischer Seitenplatz irgendwie, was sagt er hier? In der Freakshow habe ich Kreaturen gesehen, deren Existenz gar nicht möglich ist. Okay, hier gibt es eine Freakshow. Hier gibt es viel mehr interessante Dinge als in der Stadtmitte. Ja, das ist meistens so, wenn du die seitliche Gasse irgendwo einschlägst. Ich habe die besten Rüstungen. Was möchtest du sehen? Jetzt zeig mir mal deinen Helm. Ich habe einen Helm, der aus Drachenschuppen gefertigt wurde. Er ist robuster als die Titanenkrone. Ich verkaufe es gegen das Amulett des Charon und 700 Goldmünzen. Aha. Okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht mehr, dass man hier auch das Amulett des Charon für das einsetzen kann. Aber ich spare erstmal lieber. Ja. So. Und Insektenserum bewahrt dich vor Angriffen von Insekten und Spinnen. Für nur drei Flaschen Rosenwasser und drei Perlen gehört es dir. Ah, kein Bedarf. Aber ihr seht, auch hier findet man wieder extrem interessante Items, die es dir ermöglichen, einfacher in der Spielwelt zurechtzukommen, ja? Ich biete dir die günstigsten Gewürze hier. Nur 8 Goldmünzen pro Fass. Gewürze habe ich erst nochmal genommen. Aber gut zu wissen, ich komme dann vielleicht zu dir. Was sagst du hier? Das Schokobo-Ei ermöglicht es dir, bei Kämpfen mehr Treffer auszuhalten. Ja, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Für 9 Flaschen Rosenwasser und 9 Perlen gehört es dir. Wir hätten es auch umsonst bekommen können, hätten wir in Antika für 10.000 Juwelen das Amulett des Charon von diesem Magier gekauft. Aber das war es mir halt nicht wert und jetzt müssen wir halt anders teuer uns das Schokobo-Ei beschaffen. Aber ist mir zu teuer, Alter. Na gut, vielleicht ein anderes Mal. So. Ja, und was sagt er hier? Hast du die Freaks gesehen? Besser als die volkstümliche Hitparade. Ah, diese geilen Sprüche. Aber ich stehe auf Schweinereien, deshalb gehe ich zum Schweinerennen. Aha, hier gibt es ein Schweinerennen. Okay, aber was ist da jetzt so besonders dran? Ja, wir haben Oglins gesehen. Viel unheimlicher noch als Heino ohne Perücke und Brille. Ja, Heino ohne Brille ist auf jeden Fall scary. Das kann ich bestätigen. Hast du zufällig den König gesehen? Seit wir nach Chaosturm gezogen sind, macht er sich sehr rar. Okay, viele haben also, ich denke mal, in Terrorfels gelebt und leben jetzt hier im Chaosturm, aber warum? Sie sagt auch, seit wir hier sind, hat sich die Königin sehr merkwürdig verhalten. Zwar ist sie immer noch nett, doch ich glaube, dass das nicht ernst gemeint ist. Und ja, gleich geht die Schweineshow los. Ich muss einen guten Platz erwischen. Ja, warum denn? Die Freakshow im Norden ist total abgedreht. Der Veranstalter heißt Meinhold. In der Stadt kannst du Tickets dafür kaufen. Aha. Im Süden der Stadt findest du die besten Geschäfte, aber hier in der Straße ist es billiger. Ja, kann teurer, kann billiger sein, je nachdem. Okay, da ist eine Freakshow, aber wir brauchen ein Ticket dafür, ja? Und wir sollen uns die unbedingt mal anschauen. Ja, ich meine, gut, das ist hier eine Exklusivität von Chaosturm, dann machen wir das. Wo war noch mal der Typ, der dir das Ticket verkaufen wollte? War er hier das? Nee, er will Perlen. Nee, lass mal. Und sie? Goldmünze, Gewürzfässer brauchen wir auch nicht. Aber ich glaube, er war das, ne, mit dem Ticket. Genau.
Ja, fürs Amulett des Charon. Da sage ich natürlich ja. Gut. Grüß mir die Freaks. Ah, der ist ja auch ein bisschen abgedreht. Naja, gut. Also sehr, sehr strange Gestalten hier im Chaosturm. Dann gehen wir da mal hin zu dieser Freakshow. Ist die denn wirklich so freakig? Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Ah, die Musik ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr freakig. Und was ist hier? Achso, hier ist er. Nee, er ist nicht der, den ich meine. Die Freakshow ist dann doch ein weiter hier, genau. Hier ist seine Freakshow. Meine Damen, meine Herren, treten Sie näher und sehen Sie Dr. Meinholds Freakshow. Werden Sie Zeuge von Dingen, die Ihre schlimmsten Albträume übertreffen. Erleben Sie den Horror, der Ihnen im alltäglichen Leben fehlt. Ja, fehlt mir ehrlich gesagt nicht. Kommen Sie und staunen Sie hier entlang. Treten Sie ein, Brechtüten am Eingang, ehrlich. Ja, der Humor ist so geil. Ja, Brechtüten am Eingang erhältlich. Kann ich rein bei dir jetzt? Hey Kleiner, willst du die Show sehen? Ja! Hast du ein Ticket? Na klar! Hier entlang. Sorry, keine Hunde. Okay, und ihr müsst draußen bleiben? Du wartest hier, Struppi. Ich bin gleich zurück. Na, er wartet ja normalerweise immer brav, ne? Es sei denn, eine Katze kommt an und dann kommt ein böser Mann. Oh Gott, du kommst gerade recht. Na los, komm schon. Mach das nicht, Struppi. Die erste Station wird Sie über das Wunder der Schöpfung nachdenken lassen. Nun, Sie werden sich fragen, wie diese Kreatur leben kann. Darauf gibt es keine Antwort. Dennoch ist es eine Tatsache. Hier ist Mr. Head, der Mann ohne Körper. Was für ein billiger Trick. Du steckst in deine Kiste und sagst dann Mr. Head. Ich habe keine Probleme mit Rheuma und Gliederschmerzen. Ruby! Naja. Finde ich jetzt nicht so prickelnd. Mal sehen, was hier noch kommt. Die nächste Kreatur stammt aus dem unerforschten, aus den unerforschten Höhen der Schweizer Alpen. Nein, es ist nicht etwa die lilane Kuh, sondern eine Kreatur, die noch viel furchtbarer aussieht. Es ist die einhörnige Ziege. Also ganz ehrlich, dafür willst du Geld haben oder was? Faszinierend, oder? Nee, überhaupt nicht. Du hast ja sogar das Horn mit der Schnur dran gebunden. Vorsicht, bitte nicht das Horn berühren. Ja, weil du es dran gebunden hast. Mann. Ich zeig dich an wegen Betrug. Folgen Sie mir weiter, es wird noch besser. Nichts für schwache Nerven. Okay, was kommt jetzt für ein Müll? Die nächste Attraktion wird Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen. Diese ekelhafte, bösartige und alles verschlingende Bestie erzeugt Grauen, wo immer sie auftaucht. Seine Zähne sind länger als die Beine einer Giraffe. Sein Körper ist behaarter als der eines Affen. Seine Augen hypnotisieren jede andere Kreatur in kürzester Zeit. Seien Sie gewarnt, das Grauen hat einen Namen. Es heißt Lacosius. Da ist nix. Na sowas? Lacosius ist entkommen. An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, Kleiner. Lacosius ist sehr gefährlich. Naja, kann ich jetzt nicht wirklich so sagen oder bestätigen. Was kommt jetzt zum Schluss? The show must go on. Hier nun unsere neueste Attraktion. Sie werden ihren Augen nicht trauen. Eine Kreatur, die aus zwei Gattungen besteht. Ich präsentiere zum ersten Mal in dieser Show den einzigartigen, unglaublichen Schwudel. Ja, das ist unser Pudel mit einem Schweinegesicht. Nein, du Struppi, bist du das? Ja. Du hast dich in diesem seltsamen Spiel schon oft verändert, aber das ist ja wohl zu albern. Und warum rennst du raus? Schämst du dich etwa? Wo willst du hin, Struppi? Mit deinem Schweinegesicht würde ich auch wegrennen, ja. Naja. Aber Lacosius haben wir jetzt ja gar nicht gesehen. Warum sollte man dann so viel Angst davon haben? Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir ein Schwein als Pudel verkleidet hätten. Ich glaube, du hast es immer noch nicht verstanden. Aber Lacosius sieht wirklich sehr, sehr spooky und böse aus, muss man ganz klar sagen.
Da hat er sich mal gezeigt. Ja, und der wird uns auch noch irgendwann begegnen. Damen und Herren! Das große Schweinerennen fängt an! Ja, auf die Plätze, fertig, los, und unser Hund, der als Schwein verkleidet ist, läuft und läuft und läuft und überholt sie jetzt letztendlich alle. Und ja, wird erster beim Schweinerennen. Unglaublich, was für ein Schwein! Ja. Wir haben einen Gewinner. Wem gehört das Schwein? Ich schätze, das ist mein Schwein. Die Ehre, am Bankett der Königin teilzunehmen, steht nun dir zu. Glückwunsch! Nun, Struppi, es sieht so aus, als ob du uns weitergeholfen hast. Vielleicht weiß sie ja, wie wir wieder zurückkommen. Ja, deswegen haben wir den ganzen Kram gemacht, Leute, damit wir ja beim Schweinerennen teilnehmen können und dann letztendlich zur Königin eingeladen werden zum Bankett. Ja? Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir da zu ihr gelangen. Ja? Der Besitzer des Gewinnerschweins ist hier. Ah, mein ganzes Geld, alles futsch. Geh schnell rein, bevor ich es mir anders überlege. Ja, Freunde. Das kommt natürlich gleich ein Cut, ist ja klar. Ja. Aber die Szene schauen wir uns hier natürlich noch an. Struppi, wo bist du hingerannt? Ich hoffe, er stellt keinen Unsinn an. Ja, Struppi ist irgendwie nicht mehr da. Oh oh. Liebe Gäste dieses Banketts, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Es wird erst gespeist, wenn die Königin da ist. Wow, was für ein prachtvolles Schloss. Marc Nobel soll die Burg eingerichtet haben. Überall diese edlen Seidenstoffe mit den Zeichen. Und du solltest erst einmal die Toiletten im Ostflügel sehen. Selbst die Klobürsten haben ein fantastisches Design. Er ist begnadet, ich muss ihm gratulieren. Werte Anwesende, bitte setzen Sie sich. Die Königin wird gleich erscheinen. Bürger von Chaosturm, verehrte Gäste, hier ist Ihre Majestät, die Königin. Oh, die platzt wirklich aus allen Nähten, aber richtig ekelhaft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Wen haben wir denn hier? Dies ist Assad, der Besitzer des Gewinnerschweins. Es ist eine große Ehre, Herr Assad. Ich bin Brunhilde von Chaosturm. Hi. Bruni, Königin, wissen Sie, wo mein Hund ist? Er ist mir in die Burg gefolgt und dann verschwunden. Ja, sag lebewohl, mein kleines Schweinchen. Wir sind natürlich als Kochschwein geendet. Und der Koch will uns unbedingt beim Bankett der Königin servieren, damit er einen guten Eindruck hinterlässt. Du freust dich doch, oder? Aber, nee, er sieht jetzt, ich bin Pudel und gar kein Schwein, aber er sagt, egal. Auch aus dir wird Pierre etwas Geschmackvolles zubereiten. Ja, und wir fliehen natürlich vor dem Koch. Ist ja klar, wir wollen ja nicht... wir wollen ja nicht, im Kochtopf enden. Ja, Leute, und jetzt beginnt meine absolute Hasssequenz in diesem Spiel. Und ich glaube, das ist von 95-99% der Spieler auch die absolute Hasssequenz in diesem Spiel. Deswegen machen wir hier einen Cut, weil ich weiß nicht, ob ich überhaupt im nächsten Part das schaffen werde, aus diesem Labyrinth hier rauszukommen. Absolut unmenschlich, was im nächsten Part kommt. Wenn man da eine Sache nicht weiß, kommst du nicht weiter. Im gesamten Spiel. Ja. Und deswegen machen wir hier einen Cut, damit ich mich ausruhen kann. Also, bis demnächst.